Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat UpRed ein neues Video hochgeladen, etwas übertrieben beim Einkaufen. Und zwar hat er ja letzte Woche war es, glaube ich, hat ein Video hochgeladen, wo der in dem Exclusive Shop in München gewesen ist, bei der Ladeneröffnung. Und hat da so einen Vlog hochgeladen, wie er zum Shop gekommen ist. Hier habe ich 7000 Euro ausgegeben, aber das war mehr oder weniger nur so ein Vlog, wie er da hingegangen ist. Und jetzt das neue Video, etwas übertrieben beim Einkaufen. Ich glaube, jetzt zeigt er, was er sich alles gegönnt hat. Wir schauen uns einfach mal das Video an und let's go. Heute beim Exclusive Store in München einige Sachen geholt und ich zeige euch dann, was ich geholt habe, warum ich es geholt habe. Ganz entspannt, interessiert ja viel von euch. Und ja, ich würde einfach sagen, let's go da. Das ist einer der limitiertesten Boxlose. Von welchem Jahr ist der denn ungefähr? 1995 bis 2000, würde ich sagen. Heftig, dafür ist er noch voll im guten Zustand, ne? Für so viele Jahre, ich meine, der ist ja fast so alt. 95, das heißt. Fast gute 25 Jahre alt. Ich meine, ist schon heftig. Also auf jeden einmal Fall. Einmal uns die Sneaker an, egal. Sammlerstück. Ich würde sagen, mit den Sneaker fangen wir auch einfach mal erstmal an. Dann haben wir ein paar Yeezys, ne? Habt ihr einmal die beiden mit der Größe US12, EU46, einmal den hier und einmal den hier. Guck dir an. Ist ein dicker Treter, sieht schön aus. Und ich bin gerade in der Variante, in der Variante. Ich feiere die Schuhe überhaupt gar nicht. Also ist nicht mein Geschmack. Ich feiere die nicht. Ich meine, viele haben den obersten von denen, aber ist überhaupt gar nicht mein Geschmack. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Und in der Variante finde ich am schönsten, Digga, ohne Witz. John 1, Digga, trage ich auch schon seit wie vielen Jahren? 5 Jahren, glaube ich. Hat er angefangen, glaube ich, mit dem ersten Red. Dann Jordan 1 sind geil. Also Jordan 1 sind überwiegend eigentlich alle geil. Kannst du auch sammeln, ich meine. Ich feiere die Schuhe übertrieben. Und ja, die kannst du auch immer tragen. Roy, und das ist gerade aktuell mega geile Off for Resale. Gibt es auch so ein Black and Yellow and White. Aber wenn es die mal in der Größe gibt, die werde ich mir ausnehmen. Off White Air Force. Kann machen. Selbst die kann machen, wollen Sie? Die Bock schon. Kann man sich gönnen? Soll man machen? Hast du die noch nicht? Nein. Kann machen. Das heißt, ey, was hast du alles besorgt? Air Force sind geil, also Air Force kann man schon machen, in Kollabo mit Off-White geht schon klar. Wir haben den Off-White Reset-Liner-Größe, den Air Force und Black. Geil. Ja. Choc Gazelle. Warte. Das Leder frisch aus Peru. Ja. Hattest du Heide Ackermann Jacken? Habt ihr die auch hier? Haben wir tatsächlich hier. Wir haben nicht gedacht. Das heißt, wir haben ein bisschen was von Heide Ackermann besorgt. Immer hier in der Ecke. Du weißt, ich bin großer Fan von Heide Ackermann. Ja, und sich ein bisschen von anderen Resets draus unterscheidet, ist natürlich auch die Luxusmarke. Also man darf nicht nur Supreme und Palace und Adidas und so weiter haben, sondern eben auch die ganzen Marken, die quasi ein bisschen im höheren Preissegment liegen. Und da haben wir hier eine Jacke, wie gesagt, die kennst du wahrscheinlich schon. Bekannt geworden ist die Jacke, da kann man das vorstellen. Heide Ackermann, Daniel Bomber. Das ist diese Heide Ackermann Jacke, die hat er sich tatsächlich geholt. Ich habe schon irgendwo gesehen gehabt, ich glaube auf einem Bild. In Instagram oder so. Ganz ehrlich, ich feiere nur die blaue Heide Ackermann Jacke. Die ist echt zu heftig. Die ist auch sehr, sehr schwierig zu bekommen. Die hier in diesem Rotton gefällt mir jetzt persönlich überhaupt gar nicht. Aber die blaue ist zu krass. Die ist zu heftig. Die Jacke aus 2015 ist im Endeffekt dadurch bekannt geworden, dass die Kanye West nach der Runway Show getragen hat. Unter anderem Ace Rocky, Miguel und letztendlich auch Shindy. Das mag ich auch den anderen noch sagen. Ist im Endeffekt so selten geworden, dass es mittlerweile sich den Preis verdreifacht hat. Also die liegt mittlerweile so bei 3.500 Euro. Heiliger Hase. Kennt vielleicht Red auch schon ähnlich, mit goldenen Akzenten bestickt an der Kapuze. Ja. Hey, 3.500 Euro. Was sagst du, Mäuse?
Der eigentlich musste die Jacke holen. Du hast die auch in Blau, so eine ähnliche. Ich habe eine blaue Heide Ackermann Jacke. Ich habe eine goldene, eine schwarze, eine Blumenmuster, eine. So, locker noch ein paar. Ich hol die, Digga. Boah, ey, der Hut ist richtig geil. Genau, auch aus 2016-17. Wie fällt der aus? Der fällt da bestimmt zwei Wochen größer aus. Genau, dann haben wir eine S und eine L tatsächlich. Okay. Haben wir auch, ja. Tatsächlich. Könnte ich mal holen. Hol die mal auch mal eine Größe. Dank. Den hab ich schon. Ah, die sind krass. Ich mir keine Sorgen mehr machen. Die drei sind alle drei zu krass. Off-White, brutal. Schade, wäre der jetzt in der Größe XL am Start, ich hätte ihn sofort geholt, ne? Naja. Der haben wir doch. Den hast du doch auch. Guck mal. Der ist locker. Toaster. 800. Heftig, ne? Dann ja. Einmal den hier, ja. Den OG Off-White Blazer. Richtig geiler, psychopathischer. Den feiere ich überhaupt gar nicht. Ich habe den ja in diesem gelben Ton, aber der weiße gefällt mir überhaupt gar nicht. In schwarz ist der noch richtig geil. Sneaker auf jeden Fall. Den Preis zeige ich mal nicht, Digga. Gott sei Dank, die Zeit mit den roten Sneaks ist vorbei. Das war 2014. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber 4 Mille für Sneaker ist echt ein bisschen zu hart. Ich kaufe nicht mehr so wahllos behindert drauf los wie früher. Ich habe echt so eine Liste von spezifischen Klamotten und Sneakern, die meiner Sammlung quasi fehlen. Und das ist richtig krank, dass sie überhaupt so viele verschiedene Sachen hier hatten, die in meiner Liste waren. Ja? Das ist schon heftig. Also ich muss schon sagen, Respekt, Digga. Also man muss hier ja an der Stelle sagen, ist ja auf jeden Fall eine Kooperation zwischen denen und ApoRed. Und wir haben es ja natürlich auch mit Absicht für ihn besorgt, dass er hier gut Werbung machen kann. Ich meine, links oben steht ja schon, ist ein Werbevideo. Und ja, deswegen haben die ja auch höchstwahrscheinlich die meisten Klamotten für ihn ja besorgt. Ich feiere es natürlich auch, finde ich auf jeden Fall geil, dass die diese Sachen besorgt haben. Aber im Endeffekt war es auch zum großen Teil natürlich Promo. Merkt ihr ja auch hier an den Deadstock-Klamotten, die da auch hängen. Ich meine, ist ja ApoRed seine Marke. Dementsprechend hat er vielleicht gesagt, ich möchte da meine Sachen auch ausstellen, dass die der ein oder andere dann kauft. 10.000, pff, heftige Schuhe. Ich meine, da war noch ein teurer, 20.000 oder so. Und ich habe so einige Sachen geholt, wie zum Beispiel jetzt diese Supreme Box Logos aus der, ich weiß nicht, war das Fall Winter 2018 oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall 2018 kamen die Box Logos raus. Das Geile bei denen ist halt einfach, die fallen viel größer aus als die alten Sweater. Die alten Sweater, Digga, die sind aber so eng, die gefallen mir gar nicht. So, Freunde, das brutalste Stück haben wir. Ich feiere die Box Logo persönlich jetzt nicht so. Ich meine, sind ganz schlichte T-Shirts mit einem Supreme Box Logo, aber ja. Der Hype ist natürlich echt groß darum. Hier, das ist wirklich echt die heftigste Jacke, die ich so überhaupt habe aktuell. Das ist wirklich mit Abstand die heftigste Jacke. Ich habe sonst noch eine brutale Gucci-Jacke, aber das ist so wirklich die einzige, die alles toppt. Mega limitiert, sehr, 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 sehr hohen Wert. Also die hat einen verrückt hohen Wert. Die kann man später vielleicht sogar noch teurer verkaufen, wie als ich die geholt habe. Ich habe keine Ahnung, wie habe ich die gezahlt. Will ich auch gar nicht erwähnen, aber für sie mega teuer. Heide Ackermann-Jacke, Velvet. Und das ist echt, Digga, das ist so eine Mörderjacke, ne? Ich habe auch selber Jahre nach... Wie gesagt, ich finde die jetzt nicht so brutal, aber die blaue Heide Ackermann von ApoRed, die ist echt, die ist zu heftig. Also ich würde die auch gern haben, aber sehr, sehr schwierig zu finden und kostet auch 2-3.000.
habt ihr gesucht. Und ja, die habe ich jetzt gefunden. Und ja, was habe ich sonst noch? Ich hatte noch ein paar Sneaker gekauft. Ne? Ich glaube, Nike, Off-White, Air Force, ne, diese hier. Ich habe noch was zum Off-White-T-Shirt geholt. Das T-Shirt, glaube ich, in der Größe XXL. Ich weiß es gar nicht. War irgendwie eine Kollabo. War ein Spezial-T-Shirt. Gab es, glaube ich, irgendwie nur in Spanien zu kaufen. Gibt es ja auch manchmal halt, ja, so ein paar limitierte Starte, die man halt sonst nirgendwo bekommen kann. Auf jeden Fall waren das so einige Sachen, die ich geholt habe. Ich wollte sogar noch mehr holen, aber ich hatte es mega eilig gehabt. Ich glaube, ich mache da irgendwann vielleicht noch mal einen Stepper und check den Hasen mal direkt nochmal ab. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am geilsten findet von den ganzen Sachen, die ich geholt habe. Oder schreibt mal, was ihr sonst geholt hättet, weil da waren ja richtig viele Sachen am Start. Ihr könntet sagen, ey, keine Ahnung, bei Minute 4 oder so, das Produkt, Digga, oh, geil und so. Das Ding ist halt, viele Schuhe und viele Klamotten und so, die hatte ich ja schon. Wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, da war zum Beispiel meine Supreme-Jacke, diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so mit Leopardenmuster in Grau. Die hatten die auch gehabt. Das ist eine richtig seltene Jacke eigentlich. Also hätte ich die jetzt nicht schon vorher gehabt, hätte ich sie wahrscheinlich da auch geholt. So ein Ding ist das. Das war's mit dem Video, liebe Freunde. Folgt mir natürlich auf Instagram, auf entspannten Hasen. Nicht vergessen, Freunde. Und checkt auf jeden Fall den Laden ab, Freunde. Die Adresse ist auf jeden Fall oben in der Beschreibung. Und ich würde sagen, also ich fand auf jeden Fall, das geilste Produkt, was er geholt hat, waren die Schuhe, die Air Force Off-White. Ja, ich denke, das waren auf jeden Fall die geilsten. Und ja, wie gesagt, Exclusive-Laden in München ist natürlich ein Werbevideo. Wann kommt das Musikvideo? Ist eine echt gute Frage hier in den Kommentaren. Er wollte ja T-Shirts raushauen. Irgendwie, keine Ahnung, kam es dann doch nicht. Und dann in seiner Insta-Story hat er nochmal in einem Studio in Stuttgart noch aufgenommen. Ich habe keine Ahnung. Warten wir mal ab, irgendwann wird es schon kommen. Ja, also, wie gesagt, ihr könnt gerne den Laden abchecken. Schaut bei UpRed vorbei. Und in diesem Sinne, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.